Es braucht eine Steuerreform, welche die Finanzkraft und die Finanzautonomie der Kommunen stärkt. Und die zweite Antwort auf die Wohnungsnot muss vor allem in einer generellen Begrenzung der Zuwanderung liegen. Ganz explizit unabhängig von dem Ukraine-Konflikt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, die ukrainische Fluchtbewegung. Dieses Thema Fluchtbewegung nicht aus der Ukraine ist schon seit 7 Jahren der Elefant im Immobilienmarkt, den irgendwie außer der AfD keiner ansprechen will. Mehr Menschen bedeuteten schon lange vor dem Ukraine-Konflikt mehr Nachfrage nach Wohnraum. Um das zu erkennen, muss man kein Populist sein. Einfaches Nachdenken genügt. Der größte Feind des Sozialen ist und bleibt der Sozialismus. Der zweitgrößte, die menschenfeindliche Massenzuwanderung, offene Grenzen und ein Sozialstaat schließen sich aus, wie schon Milton Friedman wusste.